Okay, Leute, und wow, weiter geht's. Yay, mit Yoshi. Yes, Baba. Okay, jetzt können wir gucken, was da oben drin ist. Ich nehme an, noch mehr Mimis. Es war so zu erwarten. Und ist hier noch ein Gargantur-Blag? Wenn ja, dann geh weg. Gargantur! Gargantur! Der wahre Gargantur-Blag ist eigentlich der Feuer-Gargantur-Blag. Und der kam jetzt erst ein einziges Mal. Oder ist der wahre Gargantur-Blag der Wasser-Gargantur-Blag? Mit Tetris Attack haben sie ihn einfach nur genommen, weil wir einen Feuergegner brauchen? Mysteriöse Sache ereignet sich hier. Aber das soll uns nicht weiter stören. Denn wir sind ja einfach nur lustig dabei, um uns nicht von Gargantur-Blag zu erwischen. Erwischen zu lassen, nicht zu erwischen, ja, genau. Und was mir noch einfällt, was ich auch gar nicht erwähnt habe, weil wisst ihr zwar wahrscheinlich, aber ich wollte es trotzdem mal sagen, es war gestern ja auf den Aufnahmen, die dann verloren gegangen sind, Folge 16. Entschuldigung nochmal dafür, aber hey, neue Eier übrigens, wir können ihre Kinder stehlen, aber das zugleich. Ja, ich find's cool, dass sich die Musik in den Welten ändert, umso weiter man voranschreitet. Es kommt nämlich immer mehr Instrumente dazu. Und das ist, yay, das ist einfach cool. Bams, okay. Lass uns deine angefressene Melone mitnehmen. Ja, ich erinnere mich wieder, das war wirklich einer der scheiß Level, also einer der Level, die ich nicht gemocht habe. Aber das war cool. Hier, guckt euch das an. Bam. Yay, wir können auf diesen Scheigei draufspringen, der kann nämlich spucken. Man weiß nicht warum, aber egal, töten wir ihn. Okay, bams. So, Moment. Da lang, da lang. Ich weiß es nicht mehr, irgendwo muss ich mit dem Helikopter jedenfalls lang. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, was der optionale Weg ist. Jedenfalls seht ihr das, was wir da unten haben, die kleinen, die Eier. Die sind cool, denn, also diese kleinen Hähnchen, die hinter uns herrennen, das sind, tja, was sind das? Das sind keine normalen Eier jedenfalls, sage ich mal so viel. Und da kommt nichts raus. Das sind so eine Art Boomerang, sage ich mal. Die können tatsächlich wieder zurückfliegen. So, was mache ich denn jetzt? Den optionalen Weg oder den unoptionalen? Also, was heißt den optionalen oder den unoptionalen? Ich muss erstmal wissen, welcher der optionale ist. Shit, shit, shit. Ich hoffe, links ist der optionale Weg. Das heißt, weil ich werde jetzt nach links fliegen und ich wette ja natürlich mal wieder, dass es nicht der optionale Weg ist. Das ist bestimmt der richtige hier, oder? Ich weiß es nicht. Ich fliege erstmal nach rechts. Ich kann ja zurück, kann ich ja immer noch. Yay, und ich fliege erstmal nach oben lang. Weil da oben nichts ist. Toll. Yay, super, ganz toll. Herzlichen Glückwunsch. Yay. 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 So, und wir fliegen nochmal rüber. Und versuchen jetzt diesmal da hochzukommen. Tatsächlich geschafft, okay. Bam. Toll, eine andere. Ja, das ist jetzt hier die Frage. Aha, hier ist nicht. Ah, hier ist also gar kein Weg. Das ist sehr schön zu wissen. Verdammt, welcher ist der optionale Weg? Welcher nicht? Ah, ich weiß es gerade nicht. Aber ich nehme einfach den. Ach, scheiß drauf. Ich wette, es ist falsch. La 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 la. Aber ich darf hier keinen Safe State machen, insofern. Risikoreich. Fliegen wir darüber. Danke. Bumm. Zack. Aber hier führen die Pfeile hin. Das heißt, das muss doch der richtige Weg sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und das war der richtige Weg. Ich habe Scheiße gebaut. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch alles finden werde. Na toll. Na gut, aber jetzt können wir wenigstens mal unser letztes Fahrzeug kennenlernen. Der hellblaue Himmels-Yoshi mutiert zum Untersee-Tiefsee-Master-Chief 1337 U-Boot und killt alle weg, weil ich Torpedos schießen kann. Bams. Und die sind auch noch Verfolgungsraketen, wie man sieht. So, und hier sind ganz viele tolle rote Münzen. Bam. Und ganz viele tolle Fische, die wir abschießen können, vor allem. Yay, und da oben sind wieder Geister. Ich weiß zwar nicht, was Geister im Dschungel machen, aber ich sag mal so, wen interessiert's? Nein, den nicht abschießen. Der wird nämlich arg böse, wenn man ihn abschießt. Weg, lass mich weiterfahren. Ja. Das ist typisch Yoshis, wie heikel gerät hier wieder. Wenn er einmal getroffen wird, dann wird er aber richtig getroffen. Schnell, fahr weiter. Ja. Oh Gott, okay, das schaffe ich nie im Leben. Na gut, ich habe immerhin eine rote Münze bekommen. Okay. Zack. Und nochmal. Agent 00 Yoshi. In seinem Unterseeboot rast durch die Tiefsee, um sich von hässlichen Fischen treffen zu lassen, wie dieser einer war. Ah! Kommen die Gegner wieder? Das ist ja unfair. So, und den Fisch nicht abschießen, weil der wird aggro, wenn wir ihn treffen. Ah! Mann! So ein Dödel. Ey, hör auf. Na, 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 na. Wow.
super geniales Ausweichmanöver hier, was wir an den Tag legen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es bringt mir trotzdem nichts. Na? Oh, danke. Thank you. Oh, I did it. Oh, dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Yay, yay. Ja, nein, 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 nein. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Hallo? Aber ich glaube, ob ich denn da warte oder... War ja klar. Oh Gott. Oh Gott, das war knapp. Das war verdammt knapp. So, aber jetzt haben wir Scheiße gebaut, weil, wie gesagt, die optionale Tür ist weg vom Fenster. Da, siehst du? Ich will wieder zurück. Mann. Kacke. Okay, ah, der Frosch, der spielt heute auch noch eine größere Rolle. So viel dazu. Ganz nebenbei. Fällt mir gerade. Da, super, toll. Och Mann, ey. Ich ärgere mich, dass ich hier in dieses dämliche Level später nochmal rein muss. Weil ich es nicht mag. Nicht. Oh, was ist denn da los? Achso, ja, ich habe gerade einer dieser tollen Shy Guys abgeworfen. Und der hält mehr aus als einen Schuss. Und das ist allein schon mal unfair. Mann. Ich komme da nicht drüber hinweg, dass ich jetzt einfach... Oh Mann. Es waren zwei Wege zur Auswahl. Warum nehme ich auch den Weg mit dem Pfeil? War doch logisch, dass das der richtige ist. Irgendwie war es das schon. Naja, egal. Naja, umso weiter wir fortschreiten, umso häufiger müssen wir die Welten später halt wiederholen. Nimmt das irgendwie logischerweise mit sich, ne? Also es bringt es mit sich logischerweise irgendwie, bla bla. Und das Level war schon so lang. Und hier sind so viele optionale Wege. Gehe ich jetzt nach rechts oder gehe ich hier runter? Ich weiß nicht, ich gehe einfach hier runter, weil da dieser hässliche Typ ist. Bam. Ach, drei Eier hält er auch noch auf. Ich dachte nur zwei. Na gut, so, zack. Yay. Und oh, die roten Münzen liegen alle so was von vereinzelt. In dieser geheimen Tür gerade eben, da war bestimmt, drin oder so. Eine Blume, die uns später fehlen wird. Ich nehme es schon an. Oder 30.000 Münzen. Zack. Jetzt kommen wir noch in eine Höhle. Habe ich recht? Ist es das Level? Nein, das ist es nicht. Aber hier ist das Ende, glaube ich. Naja. Okay. Von mir aus. Dann halt mal nicht. Antivir? Leck mich! Mann! Das war gestern schon in Aufnahme. Warum startet Antivir um diese Uhrzeit? Ich habe den ich kann das automatische Update abschalten. Bringt nichts. Ist Antivir egal, er updatet dich trotzdem immer. Wow, hör auf. Wow, hör auf. Jetzt ist da eine Münze fehlt und ganze zwei Blumen. Die eine Münze ist doch gar... Ist doch garantiert. Mein Gott! Sorry. Antivir, danke. Ey. Ja? So, danke. Weg mit euch. Und kommt nie wieder. Niemals wieder will ich euch sehen. Bam. Und bam, sehr schön. Hat mir nichts gebracht. Toll. Okay, einmal noch Mimis. Yay, die wir nicht brauchen, weil wir volle Mimis haben schon. Ah, okay, sehr schön. So, oh Mann, das ärgert mich. Es fehlt doch garantiert jetzt gleich noch eine Blume. Na, ich habe jetzt nämlich... Ach, der scheiß Frosch. Der scheiß Frosch und alle anderen Gegner. Geht aus den Augen. Ja, warum ich das hier mache, ich weiß es nicht. Ganz einfach, ganz oft sind die roten Münzen in diesen Feldern versteckt. Ja, da war die letzte rote Münze, trotzdem bringt mir nichts, weil ich jetzt eine Blume nicht habe, richtig? Jetzt ist Ende, komm, sag's mir. War klar. Ich hasse euch. Also nicht euch, hier die Entwickler meine ich. Mann! Dafür habe ich sehr leckeren Tee hier stehen. Der macht das alles wieder wett. So, jetzt dürfen wir schon zwei von drei Level neu machen. Das wird ein Fiasko geben. Ey, wenn das so weitergeht, dann habe ich am Ende hier vier Level, nicht 100%. Aber egal. Ich weiß ja, dass ich mir damit schon eine Herausforderung gemacht habe. Und so soll es auch sein, Leute. So soll es sein. Und wir dürfen wieder Glückskarten schnipsen. Na, herzlichen Glückwunsch. 105 Leben. Es gibt tatsächlich keine... Und schon wieder eine Eismelone. What the heck? Ich möchte lieber die Sterne Plus haben. Weil die kann ich gut gebrauchen. Vor allem hier. Mann. Aber jetzt kommen wir zu einem richtig geilen Endgegner. Mit einem ganz lustigen Schloss eigentlich sogar. Ja. Die Festung ist geil, Berg Berg. Und der Name ist allein schon cool. Berg Berg, Berg Berg, Berg Berg. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir hier auch direkt auf Anhieb alles finden, weil das Schloss ist, glaube ich, relativ kompliziert. Oh, mysteriös. Was könnte das nur bedeuten? Yoshi, schau da unten in die Ecke, bitte. Danke. Wow, so, yay. Direkt meine Tür. Okay. Ich habe jetzt eigentlich was anderes gedacht, dass da wäre. Ich dachte, da wäre eine Blume versteckt. Scheinbar nicht. Hier ist aber ein U-Boot. Hey, und hier ist wahrscheinlich ganz viele Sachen. Okay. Hey, wir sind ein Game...
Na 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 na, the yellow submarine, the yellow submarine, yellow submarine. Yes, now bla fucking yellow submarine. Ich weiß den Text nicht, also sage ich einfach yellow submarine. Yoshi, yo yo yo, ich nuschel vor mich hin, nuschel vor mich hin. Ich nuschel vor mich hin und kann nicht richtig, richtig reden. So, zack, boom. Oh Gott, wir sind die Genialsten. Okay, yay, wir haben einen kurzen Abstecher gemacht als Yellow Submarine. Ah! Yoshi. Wow, okay. Thanks. Kann jemand den Text? Ich kann nur diese eine Stelle auswendig jedenfalls. Zack, und hoch geht's. Bam. Okay, danke. Und springen sie hoch, die... Oh, und Affen, warum sind sogar hier Affen? Affen, haut ab, ihr habt hier nichts zu suchen. Es ist eine Wasserfestung. Eine Wasserfestung, die ertränkt, wenn ihr hier bleibt. Na gut, aber das soll ja nicht mein... Gut, dann bleibt hier. Und ganz kurz, Schnitt, bis gleich.